Mit Super Mario erschuf Nintendo vor über 30 Jahren die mit Abstand bekannteste Figur der Videospielgeschichte. Mit fast 300 Millionen verkauften Spielen ist es die erfolgreichste Videospielreihe überhaupt. Kein Wunder also, dass Super Mario schon jetzt auf eine beachtliche Historie zurückblicken kann. Neben einem eigenen Kinofilm und einem eigenen Stern auf dem Walk of Game hat der schnäuzbärtige Klempner schon Auftritte in über 100 Videospielen absolviert. Wir widmen uns diesen Monat einem der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, nämlich Super Mario Bros. 3, welches am 21.08.1991, also mit fast 3 Jahren Verspätung, in Europa erschien. Mit diesem Spiel erschuf Nintendo seinerzeit einen absoluten Meilenstein, welcher sogar von der Stanford University zu einem der 10 wichtigsten Titel für die Videospielbranche ausgezeichnet wurde. Mit über 500 Millionen Dollar Umsatz war es zudem lange Zeit das kommerziell erfolgreichste Videospiel weltweit. Begleitet wurde das Spiel von einer seinerzeit einzigartigen Vermarktungsstrategie. Heute Standard, damals aber absolut neu. Neben Super Mario Happy Meals und Pepsi Becher mit Mario Aufdruck ließ man sich vor allem mit dem Kinofilm The Wizard etwas Besonderes einfallen. Im Film wurden ganze 5 Minuten, ja ich wiederhole es doch mal, 5 Minuten Gameplay aus dem in den USA noch unveröffentlichten Spiel gezeigt. Der Film spielte bei 6 Millionen US-Dollar Produktionskosten 14 Millionen wieder ein und erwies sich trotz schlechter Kritiken als Erfolg. Zum Glück für Nintendo gab es damals das Internet noch nicht. The Wizard ist übrigens auch jener Film, der den Power Glove als das coolste Gimmick ever promotete. Jedoch würde man dem Spiel Unrecht tun, wenn man es nur darauf reduzieren würde, denn Super Mario Bros. 3 ist einer dieser wenigen Titel, die wirklich zeitlos sind. Wirft man das Modul auch heute noch ein, erkennt man sofort, dass das Spiel nichts von seiner Faszination verloren hat. Neben der perfekten Spielbarkeit punktet Super Mario Bros. 3 auch in puncto Umfang. Erstmals in der Serie gibt es eine komplette Oberweltkarte mit unzähligen Geheimnissen und Abkürzungen, welche zum Erkunden einlädt. Diese Nichtlinearität war damals im gesamten Videospielsektor ein absolutes Novum. Super Mario Bros. 3 entwickelt dabei diesen ganz gewissen Flow, wo ihr nur noch ein Level angehen wollt und plötzlich die gesamte Nacht durchzockt. Die fehlende Speicherfunktion der NES-Version tut wahrscheinlich ihr Übriges dazu. Der schiere Umfang des Spiels wurde übrigens mittels extra auf dem Modul verbauten Arbeitsspeicher und Co-Prozessor erreicht. Ähnliches kennt man beispielsweise von Star Fox oder Donkey Kong Country, wo auch die Limitierung der Hardware über extra Grafikchips auf den Modulen übergangen wurden. Super Mario Bros. 3 war damit kommerziell, technisch und spielerisch ein absoluter Meilenstein. Kein Wunder also, dass der Titel auch auf unserer Meilensteinwand verewigt wurde und nachts in Dauerschleife auf unserer Außenwand seit über 5 Jahren rauf und runter läuft. Mario selbst gibt es auch in anderer Form noch bei uns zu bewundern. Ginge es nach mir, könnte eigentlich das komplette Computerspielemuseum aus Super Mario bestehen. Oder Yoshi. Denn Yoshi ist der beste Sidekick, der jemals erdacht wurde. Kein Wunder also, dass Yoshi in vielen Titeln auch die Hauptrolle einnehmen durfte. Kommen wir nochmal zurück zu meinem Museumsvorschlag, würde ich es das Mario und Yoshi Museum nennen. Und dort alle Spiele zeigen, in denen... Wow, wow, wow! Ein ganzes Museum nur für Mario und Yoshi? Ist das dein Ernst? Okay, auch wenn vielleicht nachfolgende Mario-Titel kommerziell nicht an den Erfolg dieses Ausnahmetitels herankamen, so bewies Nintendo immer wieder Mut und schaffte es in den 30 Jahren Mario immer wieder neu zu erfinden. Alleine mit Yoshi wurde das Mario-Universum um einen der beliebtesten Charaktere erweitert. Habe ich schon erwähnt, dass ich Yoshi immer als Charakter bei Mario Party... Meine Güte, wir haben begriffen, dass du ein Yoshi-Fan bist. Okay, halten wir fest, dass Super Mario Bros. 3 einfach nur ein großartiges Spiel ist. Egal ob in der Ursprungsversion für den NES oder als Remake für den Super Nintendo, den Game Boy Advance oder als Download-Titel für Nintendos Virtual Console. Dieses Spiel versprüht einfach einen Charme, der unvergleichlich ist. Und aus diesem Grunde ist Super Mario Bros. 3 unser Spiel des Monats im Juli. Und hier noch eine kleine Ankündigung für euch. Da ich in Zukunft für die sozialen Kanäle des Computerspielemuseums verantwortlich bin, wird mein werter Kollege Nico mich in Zukunft an der GameStation ablösen und zusammen mit Cynthia das Spiel des Monats vorbereiten. Vielen Dank, Markus. Für euch ändert sich jetzt, dass es eher in Richtung 8- und 16-Bit-Ära geht, so wie der PC wird als Spieleplattform stärker in den Fokus rücken. Ansonsten muss ich es gerade nicht neu erfinden. Markus hat ja fantastische Arbeit an der GameStation bisher geleistet. Gerne gehe ich auch auf eure Vorschläge ein, so schreibt einfach was in die Comments oder eine Mail an gamestation@computerspielemuseum.de. Ja, gehe ich auch gerne drauf ein. Und da ich weiterhin noch mit Konstantin und Margarita für YouTube zuständig bin, wird uns Nico dann auch in zukünftigen Videos des Öfteren mal beehren. In diesem Sinne, haut rein und bleibt uns gewogen!